In Deutschland gibt's, wenn ich ihn besinne, kaum Land, wo ich nicht gewesen bin. Und überall abgefahren, marschiert, habe ich die Bratwurst dort studiert. In Schwarm habe ich die Schübling gesehen, wo anders hasen's grad wie mein. Doch vor die Bratwurst im ganzen Gai waren Bratwurst wirklich nicht dabei. Man sagt halt dort ein Bratwurst gern, weil's in der Pfanne braten werden. Im Geschmack, das sage ich einmal euch, mit unserer Bratwurst kein Vergleich. So schreibt meine Tante einen Kist, dass ihr es so oft nach Bratwurst glisst. Und auch mein Onkel Eberhard, der ist im Bratwurst ganz vernatt. Der hält's fürs allergrößte Glück, wenn ich dem 5-Bohr Bratwurst schicke. Und wenn ich Besuch hat, die Verwandten in Hamburg, Füssen oder Xanten, dann ist das Erste, was man sagt, hast du die Bratwurst auch mitgebracht? Beliebt vom Bergland bis zur Watt sind Bratwurst aus der Rezertstadt. Was ist denn an die Bratwurst gelingen, dass die Leute so schrecklich mögen? Das ist einmal das Bratwurstbrät, was man vom Fleisch der Sau durchdreht. Und in dem ganzen Bratwurstbrei, da darf gar nicht viel Fett drin sein. Das Würzen ist die größte Kunst, sonst ist die Bratwurst gleich verhunzt. Das Würzen ist eine heikle Sache, nicht übermäßig, nicht zu schwach. Das Gewürz muss Bratwurstgeister wecken, dann tut es auch an jeden schmecken. Die Bratwurst ist erst recht dann gut geraten, wenn sie vorher frisch ist braten. Sie kann auf keinen Fall aber leiden, wenn sie sie lässt wie Fleischwurst schneiden. Das Bratwurstbrät, wenn es gut ist gelungen, muss wie lauter Krümel kommen. Nicht gar so fett, ein Wengler drucken, dann ist er Hochgenuss beim Schlucken. Doch wehe, wenn die Würst zusammenschmieren, dann bist ganz schön beschissen worden. Du hast zwar Fett, da gibt's keinen Zweifel, doch deine Bratwurst sind beim Teufel. Die aber, wo so Bratwurst machen, beim Exitus, haben's nichts zu lachen. Für so eine schlechte Schweinerei kommt Kanada in den Himmel rein. Denn die Würst so verhunzt, die stehen beim Teufel hoch in Gunst. Sie werden dafür am Eisenrost. Und das ist für uns wahre Trost, weil's haben die Bratwurst eher verraten, mit ihrem beschissener Fett gebraten. Soweit Otto Schalk. Danke.